Und damit herzlich willkommen zu einer Runde Thronefall, einer kleinen Indie-Perle, die jetzt vor kurzem released wurde und immer noch weiterentwickelt wird. Und ich würde gerne sagen, ein kleiner Underdog, aber mittlerweile hat das Spiel schon einiges an Dampf und Momentum mitgenommen. Und es haben schon sehr, sehr viele Leute das Spiel vorgestellt. Und ich würde sagen, ich gehöre jetzt auch mit dazu und wir gucken mal rein und spielen eine Runde zusammen. Denn ich finde die Idee hinter dem Spiel sehr, sehr cool. Und um es mal relativ kurz zusammenzufassen, es ist quasi Kingdom als Echtzeitstrategiespiel von der isometrischen Perspektive. Das ist, glaube ich, die beste Zusammenfassung, die man für das Spiel geben kann. Und ich würde sagen, alles andere schauen wir uns einfach mal, ja, live und in Farbe an. Und ihr seht, hier sind wir in der Missionsauswahl. Bei der Missionsauswahl sind wir auch schon mit unserem König quasi unterwegs und wählen die Levels aus. Das hier ist das Tutorial-Level. Ich habe jetzt schon die zwei nächsten Level danach gespielt und soweit geschafft. Und wir gucken uns jetzt zusammen mal das vierte bzw. das dritte Level nach dem Tutorial an. Und gehen da einfach mal rein. Wir haben die Frostsee. Die spielen wir einfach mal zusammen und dann zeige ich euch mal ein bisschen, was es mit dem Spiel auf sich hat und warum es mir eigentlich so gefällt soweit. Ja, an sich hat es auch diesen Roguelike-Aspekt, dass wir Waffen und Perks freischalten im Laufe des Spiels und die wir uns auch auswählen können. Hier haben wir zum Beispiel mit unserem König auch die Auswahl einer Waffe. Das ist der Unterschied zu Kingdom. Wir können ja auch selber kämpfen. Und wir können entweder einen Langbogen oder ein Schwert auswählen. Also Langbogen sind wir quasi ein berittener Bogenschütze, der immer wieder auf Gegner feuert. Mit dem Speer können wir im Nahkampf ziemlich gut Gegner fokussieren und rauspicken und haben auch einen kleinen Heal-Skill, das ist auch ganz praktisch. Hm, für die Demonstration, eigentlich wäre beides irgendwie cool, aber ich nehme mal den Bogen für eine Stadt. So, dann haben wir verschiedene Perks. Dann nehmen wir einfach mal, also jetzt, da gibt es sehr viele, die man noch freischalten kann. Ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen Basic rein, dass die unser Bergfried ein bisschen mehr aushalten, dass die Türme ein bisschen weiter schießen. Und Mutatoren sind quasi Schwierigkeitsmodifikatoren, die man mit reinmachen kann, dass man mehr XP bekommt, um besser zu leveln und um mehr Perks freizuschalten. Und die Gegner eben auf irgendeine Weise bufft. Wir lassen die einfach mal weg, weil das Spiel ist so schon relativ knackig genug, vor allem wenn man die Perks noch nicht freigeschaltet hat. Okay, starten wir einfach mal rein und gucken mal, worum es bei dem Spiel so geht. Und ich zeige es euch mal ein bisschen. An sich... Und ja, jeder, der Kingdom gespielt hat. Kurzum, Kingdom ist ja dieser 2D-Sidescroller, ja, Plattformer eigentlich nicht. Dieses 2D-Sidescroller-Spiel, bei dem man ja wirklich diesen König steuert und mit ihm Münzen ausgibt und damit immer mehr Leibeigene quasi einstellt, die für einen arbeiten, die für einen quasi weitere Münzen produzieren, die einen verteidigen, die bauen, etc. pp. Und das gesamte Konzept, also das Besondere bei Kingdom war schon immer, es war extrem einfach zu spielen. Man hat im Grunde nur vier Pfeiltasten gebraucht. Zwei, also links und rechts fürs Bewegen und oben und unten für die Münzen, die man ausgibt und für Aktionen, die man macht. Und diese simple, diese unglaubliche Simpelheit, wollte ich schon fast sagen, diese unglaubliche Einfachheit zu spielen, das ist auch bei Thronefall der Fall. Da braucht man zwar ein paar Tasten mehr, aber grundsätzlich nicht sehr viel mehr. Man hat die vier Bewegungstasten oder wenn man Controller spielt, wie ich jetzt gerade, eben einfach nur das Steuerkreuz. Dann hat man eine Aktionstaste, um jetzt zum Beispiel Münzen auszugeben. Die Aktionstaste ist auch gleichzeitig die Taste für die aktive Fähigkeit. Dann hat man eine Taste, um Truppen zu befehligen bzw. mit sich mitzuführen und zu positionieren. Und man hat einen Sprint, dass man schneller unterwegs ist. Das sind alle Tasten, die das Spiel braucht. Ich habe deswegen einfach einen Controller genommen, weil das... Man kann sich die Tasten nicht umbelegen und standardmäßig ist es, glaube ich, so Shift, linkes Shift ist Sprinten, STRG ist für Truppen sammeln. Und Spezialfähigkeit weiß ich gerade nicht mal aus dem Kopf, aber für mich waren die Quickslots ein bisschen unangenehmer, weshalb ich mir einfach gedacht habe, wenn man sich überlegen kann, nehme ich einen Controller, damit läuft es wunderbar, das Spiel. Und ja, ein RTS, das man mit Controller spielen kann, sogar vorzugsweise. Ja, wir starten an sich erstmal richtig gechillt. Wir haben keinerlei Zeitdruck. Wir können selbst bestimmen, wann die Nacht anfängt, beziehungsweise wann der Gegnerangriff anfängt. Wir können uns ein bisschen das Level angucken, wir können uns ein bisschen einblenden lassen, das ist auch schön. Stimmt, diesen Quickslot gibt es noch. Man kann sich einblenden lassen, wo die Boss-Slots sind. Das ist jetzt hier die linke Schultertaste, beziehungsweise die linke, nicht die Schultertaste, sondern die drüber, die Seitentaste auf dem Controller. Wie es jetzt auf dem, wie es jetzt auf Tastatur aussieht, weiß ich gerade spontan nicht mal. Aber das müsste eigentlich in den Tutorials auf jeden Fall erklärt werden. Im Tutorial werden die alle Quickslots quasi erklärt. Ja, wir starten einfach mal mit unserem Bergfried. Gründet ein neues Königreich. So, und genau wie bei Kingdom haben wir Münzen und geben die Münzen aus. Also man merkt wirklich, wo die Inspiration ist. Auch was das ganze Spielprinzip angeht. So, und jetzt können wir verschiedene Sachen bauen. Ihr seht, jetzt sind hier ein paar Sachen. Oh, Hafen. Das ist neu. Hafen ist neu reingekommen mit dem Level. Die gab es in den vorigen Levels nicht. Cool. Wir können Verteidigungstürme platzieren. Wir können Kasernen errichten, aus denen Truppen rauskommen.
Wir können. Ja, das ist ein Bogenschützenplatz. Das ist. Ah, eine Schmiede. Verbesserungen und Upgrades für Truppen. Cool. Ich merke jetzt auch, dass es noch mal neue Sachen gibt, die ich noch nicht kannte. Weil das ist jetzt neu mit dem Level dazugekommen. Ja, womit starten wir? Es kommen 7 Schwertkämpfer von der Richtung oben links. Wir wissen auch, von wo die Gegner kommen und was für Gegner da kommen. Das heißt, wir können uns dahin ausrichten. 7 normale Fernkämpfer sollte ich eigentlich schaffen. Vor allem, weil meine Burg ein halbwegs gutes Upgrade hat. Was bedeutet. Wir können jetzt eigentlich mal voll auf Wirtschaft gehen. Mit den ersten Münzen, die wir haben. Nur ist die Frage, ob ich den Hafen verteidigen kann. Hafen baut jeden Morgen ein Fischerboot. Maximal 5 Boote. Jedes Boot bringt 1 Gold pro Tag. Das ist auf jeden Fall schon mal cool. Ich könnte aber auch schon mal hergehen und die ersten Häuser platzieren, die jetzt höchstwahrscheinlich nicht angegriffen werden. Hoffentlich zumindest. Ich mach mal ein Haus hierher. Und... Ja, komm, das andere Haus hierher, direkt daneben. Manchmal kommen zusätzliche Bauslots erst, sobald man andere Sachen gebaut hat oder sobald man das Haupthaus weiter abgegradet hat. Von daher muss man da auch ein bisschen Geduld haben. Ja, ich würde sagen, kein Gold mehr. Lass die erste Welle kommen. So, da kommen sie. Wir schießen mit unserem König ein bisschen. Ihr merkt, das Spiel hat so eine Low-Poly-Optik, aber es macht irgendwie Spaß, muss ich sagen. So, wir haben auch einen Nahkampfangriff mit unserem König. So, zack. Das ist so die Spezialfähigkeit vom Bogen, dass wir hier und da so einen Nahkampfangriff machen können. Und wir können auch sterben mit unserem König, wenn wir unvorsichtig sind. Aber dann haben wir quasi nur ein Timeout. Dann sind wir kurzzeitig außer Gefecht gesetzt und spawnen nach 10 Sekunden wieder. Aber diese 10 Sekunden können ziemlich essentiell sein. So, erste Welle abgewehrt. Wunderbar. Da kommt unser Extra-Gold. So, wir haben 17 Gegner von da unten. Was ist das für ein Symbol? Soll es ein Schild sein? Das ist eigentlich ein umgedrehter Schild, wenn man so will. Oder ist es ein Tropfen? Da bin ich mir jetzt unsicher, was für Gegner das sind. Und da ich mir unsicher bin, würde ich mal hergehen. 3. Okay, ich kaufe mir mal einen Hafen. Dass hier Fischerboote rauskommen. Kommen dann einfach jeden Tag neue Fischboote dazu? Ich würde mal fast sagen, ja. Und wir gehen mal rüber und holen uns mal diesen Turm. Übrigens, das Spiel kostet nur eine Handvoll Euro auf Steam. Das ist wirklich sehr... es ist jetzt in der vollen Version schon draußen, ist noch nicht mal mehr Early Access oder so. Es wird aber noch weiterentwickelt und hat eine Menge Spielspaß. Also man ist doch gut seine 5 bis 10 Stunden beschäftigt, soweit ich es gelesen habe. Ich habe jetzt so 1 bis 2 Stunden gestern reingesteckt. Und von allen Leuten, die es durchgespielt haben, die haben gesagt, 5 bis 10 Stunden hatten sie jede Menge Spaß. Und es soll noch Content dazukommen und es kostet wirklich nur eine Handvoll Euro auf Steam. Also so preis-leistungstechnisch auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, wir haben jetzt einen Turm platziert, um uns ein bisschen zu verteidigen gegen was auch immer da kommt. Wir haben einen Hafen platziert für mehr Geld und dann kann es weitergehen. Ah, Welle 2 von 13. Ja, das sind. Okay, das sind irgendwelche kleinen Mini-Gegner. Mal reingecharged. Ja, die tun dem Turm ein bisschen weh, aber dem Turm ist okay. Gebäude bauen sich übrigens am Ende der Runde, beziehungsweise. Am Beginn eines neuen Tages, wenn man so will, wieder auf. Das heißt, wir haben jetzt nichts verloren, dass der Turm kaputt gegangen ist. Wir müssen bloß bei unseren Wirtschaftsgebäuden aufpassen, denn die bringen uns eben Gold ein. Häuser bringen uns Gold, Mühlen bringen uns Gold. Bloß Mühlen gibt es hier wahrscheinlich nicht, dafür gibt es hier den Hafen. Ah, das wird mit jeder Runde einfach... Das wird einfach von sich jedes Mal mehr. Interessant. Oh, Armbrustschützen von links oben. Aber auch nur von dort. Okay. Dann... Könnte ich eine Kaserne bauen, eigentlich. Und die Leute ein bisschen ausrichten. Oder ich mache den Turm. Wenn ich jetzt da Bogenschützenplatz... Ich habe nur einen Bogenschützenplatz. Ich habe nur was für einen Fernkämpfer, keine Nahkämpfer. Ja gut, dann mache ich den Turm. Und hole mir da hinten noch ein Häuschen. Jetzt habe ich ein Gold übrig, aber was soll's. Okay. Weiter geht's. So, ja, Armbrustschützen. Die haben aber eine kürzere Reichweite, die Armbrustschützen. Das bedeutet, wir können die ein bisschen outrangen, die mal ein bisschen vorsichtig schießen. Ja, das läuft gut. Und im Turm haben die auch nicht viel getan. Ja, wunderbar, das war fast geschenkt. So, rein mit dem Geld. Wunderbar. Haupthaus upgraden. Genau die 7 Münzen. Oh Gott, 45 von diesen Knubbeldingern. Jetzt bin ich überlegen, will ich einen Bogenschützenplatz bauen? 4 Münzen. Hätte ich noch 3 übrig. Ich könnte doch diesen Turm da unten upgraden. Ah, ne, könnte ich nicht. Dafür muss ich erstmal das Haupthaus upgraden. Fürs Haupthaus upgraden könnte ich genau die 7 Münzen ausgeben. Ich weiß aber nicht, ob das dann hinhauen würde.
Es könnte ein bisschen knapp werden. Ich glaube, wir holen mal Bogenschützen. Wir holen uns mal Bogenschützen. Beziehungsweise, wir können entscheiden zwischen Bogen und Langbogen und Schützen und Armbrustschützen. Langbogenschützen größere Reichweite, können besser Flugeinheiten treffen, halten aber weniger aus. Armbrustschützen machen mehr Schaden und sind vor allem auch gut gegen Gepanzerte, aber eben kürzere Reichweite und sind auch ein bisschen besser gepanzert selbst. Wir holen uns mal die Langbogenschützen. Ich hätte jetzt gerade gerne die Range. Herzlichen Dank. So, da haben wir sie. Jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz, wie das funktioniert mit dem Truppensammeln. Hier, ich halt einfach die Taste fürs Truppensammeln gedrückt, sammle die um mich herum. Also an sich tun die Schützen auch selbst agieren und Gegner angreifen und einfach von sich aus hingehen und sich nützlich machen. Aber man kann sie natürlich auch ein bisschen feintunen und sagen, okay, ihr stellt euch jetzt mal hier hinter den Turm und schießt von dort aus auf Gegner. Geht genauso. Ich hätte gerne noch ein Haus, danke. Bisschen Wirtschaft muss sein. Man sieht die auch gerade kaum, die Bogenschützen. Die sehen ein bisschen komisch aus. So, was schießen die jetzt mit zur Verteidigung? Ah, die kommen wahrscheinlich in Wellen. Und ja, wenn Truppen übrigens besiegt werden... Ach du Scheiße, sind das viele... Ja, okay. Ich hätte am liebsten Nahkämpfer gehabt, aber wir haben keine da. Wenn Truppen besiegt werden, dann spawnen sie nach. Also es wird nachgespawnt und oh nein, die machen jetzt meine Häuser gleich kaputt. Uncool. Ah, das ist Einkommen. Einkommen, die Toilette runter. Ja, das ist ein bisschen uncool. Ich hoffe, dass... Hier, da kommt wieder ein Bogenschütze nachgespawnt. Die spawnen langsam nach, wenn sie besiegt werden. Aus den Gebäuden raus. Das heißt, man kann da wirklich so eine kleine Materialschlacht mit Gegnern führen. In der Hinsicht. Ah, wir haben es überlebt, aber boah, drei Häuser dafür. Ich meine, die werden wieder aufgebaut, aber wir bekommen jetzt drei Gold nicht. Das ist schon böse. So. Oh, ein Rambock und Gegner mit Schild. Toll, unsere Bogenschützen bringen uns gerade relativ wenig. Vielleicht hätte ich doch lieber Armbrustschützen genommen. Wir sollten unser Haupthaus weiter upgraden. Weil aktuell haben wir noch zu wenig Sachen, die hier was bringen. Ich mach mal ein Haupthaus-Upgrade. Dann können wir uns auch quasi ein Upgrade auswählen. Hier in dem Fall Baumeister gilt, dass ein Haus immer wieder automatisch auf Level 2 aufgewertet wird an jedem Tag. Oder aber königliches Training, das wir mir angeschaut und AP haben. Ich nehme mal das mit den automatischen Häuser-Upgrades. Das spart uns Geld auf lange Sicht. Und zwar eine ganze Menge. So, jetzt können wir auch mehr Sachen bauen. Jetzt seht ihr es. Jetzt haben wir hier Türme. Wir haben noch mehr Truppenslots. Jetzt ist hier sehr viel mehr freigeschaltet worden. Sehr, sehr viel mehr. Sehr schön. Und ja, man kann übrigens auch Wälle bauen. Nur aktuell kann... Ich darf hier gerade keine Wälle bauen. Das ist was bis... Oh, da gibt's Minen. Ist das so eine Besonderheit von dem Level? Weil eigentlich kann man auch Verteidigungswälle und Mauern errichten. Aber bis jetzt habe ich da noch nichts gesehen in der Richtung. Na gut, schauen wir mal. Dann kommt mal ran da. Oh, da ist der Bocki. Den mache ich mal mit dem Nahkampfangriff. Zack. Hat nicht viel gemacht. Ah, der Bocki könnte ein bisschen wehtun. Vergesst das könnte. Er tut ein bisschen weh. Ah nein, danach gehen die bestimmt auf den Hafen. Ja, gehen sie. Oh mein Gott, verlicht dann noch die Schiffe, die dann... Ne, die Schiffe wahrscheinlich nicht. Ja, Mist. Gott verdammt. Ah, die Bogenschützen waren jetzt auch gar nicht so hilfreich bis jetzt. Da hätte ich lieber doch früher das Upgrade hier gemacht und ein paar andere Sachen mitgenommen. Von da rechts Flugviecher, ja. Okay, wir haben da einen Turm und wir haben die Bogenschützen. Das sollte eigentlich reichen. So blöd es klingt, ich mache jetzt einen Double Down hier auf die Wirtschaft. Und was ich mir holen werde, weil ich es gesehen habe, da hinten, eine Mine. Mine ist gut, denn das bedeutet eine Menge Geld. Eine Mine bringt anfangs sehr, sehr viel Geld und das wird dann immer weniger. Also das heißt, es ist eine gute Anfangsinvestition und dann wird es später immer schwächer. Aber gerade um am Anfang früh viel Kohle reinzubekommen... Oh Gott, wir können da unten auch Türme bauen. Okay, interessant. Es sollte eigentlich gehen gegen die Gegner mit dem, was wir hier haben. Der Hafen da unten kostet mich wie viel? 3 machen wir. Zusammen mit einem weiteren Haus. Der Rubel muss jetzt mal langsam rollen hier. Die Upgrades bezahlen sich nicht von alleine. Jetzt kommen diese Fluggegner. Die sollten wir eigentlich ganz gut hinbekommen mit dem, was wir hier haben. Mhm. Läuft.
Da ist eine Menge Gold schon fallen gelassen worden. Super. Auch kann sein, dass es so eine Eigenheit von dem Level ist, dass wir keine Welle bauen können. Interessant. Weil gerade Welle sind ja schon wichtig. Okay. Okay, Gegner von da. Ja, weder Welle noch Barrikaden. Nichts in der Richtung, weil man kann Barrikaden machen, die schnelle Gegner verlangsamen. Man könnte Welle platzieren, aber das geht hier alles gerade nicht. Okay. Ich gehe mal her und mache hier einen Turm. Und hier einen Turm, dass die Gegner schwächen, die hier näher kommen. Dann brauche ich Nahkämpfer. Dringend. Ich brauche mal irgendwas, was hier die Stellung hält. Kaserne. Sehr gut. Bis jetzt habe ich keine... Ich habe bis jetzt nur Fernkämpfer gesehen, aller Art. Es gibt jetzt mittlerweile, was Nahkämpfer angeht, normale Ritter. Also so Einheiten mit Schwert und Schild. Die sind halbwegs gut gegen Fernkampfangriffe. Wie jetzt die Armbrustschützen hier kommen. Speerkämpfer sind gut gegen schnelle Einheiten. Davon kommen jetzt gerade eher weniger. Und die Morgensterne, die sind eher gegen Massen von Gegnern, weil die einen Flächeneffekt haben. Ich hätte jetzt einfach nur gerne Einheiten, die mir die Stellung halten und gegen die Fernkämpfer gut sind, die hier immer wieder kommen. Das heißt, wir holen uns mal jetzt wirklich die Schwertkämpfer hier. Genau. Und die stellen sich mal so ziemlich hierher. Nicht mal mit Stellung halten, sondern einfach so normal, dass die auf die Gegner... Ja, mal so etwa dahin. Die Bogenschützen, bitte. Mal alle mitkommen. Ihr stellt euch mal... Ja, ich glaube, so auf ist gar nicht mal so schlecht. Hier könnte man noch einen Bogenschützenplatz machen, aber es passt erstmal soweit. Dann könnt ihr sowohl da unten links hinschießen, als auch da oben mit dazu. Dann haben wir noch 11 Slots frei. Die Mine wird wahrscheinlich kaputt gemacht durch den Rambock, der da kommt. Da kann ich nicht viel gegen machen. Was ist denn da hinten noch? Noch eine Kaserne? Noch eine Kaserne. Noch ein Hafen. Den hole ich mir mal. Und den könnten wir sogar nochmal upgraden, wenn ich das richtig sehe. Wenn ich jetzt diesen Hafen upgraden würde, was würde ich bekommen? Einkommen aller Boote in dem Hafen wird verdoppelt. Ja, ich glaube, das ist sexy, wenn wir schon 4 Boote haben. Okay, alles weg. So, jetzt gibt es hier einen ordentlichen Pfeilhagel, wunderbar. Meine Schwertkämpfer kommen mit ran, um den Gegner zu behaken. Wichtig ist bei Nahkämpfern nicht den Stellung-Halten-Befehl zu machen, zumindest nur in Sonderfällen. Weil bei Stellung-Halten greifen die ja nicht mehr gescheit an, sondern bleiben wirklich stehen. Und das ist irgendwo doof. So, die gehen jetzt da unten hin natürlich. Aber wir kriegen vielleicht... Leute, kommt mal mit. Vielleicht kriegen wir den Rambock irgendwie zerstört, das wäre nice. Wäre cool, wenn der mir nicht die Biene kaputt machen würde. Die bringt mir gerade gut Geld ein. Beeilt euch ein bisschen! Mein Gott, da haben die irgendwie Chill. Oh mein Gott! Nein, nein, nein! Oh Gott, verdammt! Okay, dann eben doch die Mine. Ist in Ordnung, die habe ich eh nie gebraucht. Solides Einkommen. Okay, Gegner kommen von dort. Ja, bevor ich die Einkommen aller Boote verbessere, warte ich noch ein kleines bisschen. Was haben wir denn noch sonst noch so? Da kommen jede Menge kleine Gegner raus. Ja, das mit den ganz vielen kleinen Gegnern von dieser Höhle, das ist tatsächlich relativ konstant. Und wenn wir sowas haben schon, die ganze Zeit über, dann würde ich hier nochmal ein Ausbildungsgebäude bauen. Noch eine Kaserne. Und würde mir damals Streitkolbenkämpfer nehmen, beziehungsweise Morgensternträger, wenn man so will. Geh mir hier noch mit aushelfen. Die kommen wir mit hierher. Diesen Hafen. Ich mach mal mehr Häuser. Geld, Geld, Geld. So. Läuft. Ich noch ein Haus machen. Elf Punkte übrig. Mehr in die Wirtschaft bitte, weil ich glaube, das sollte... Ihr kommt auch mal mit. Alle mal mitkommen. Alle mal mit hier ran. Zur Verteidigung. Ohne Scheiß, machen wir noch 2 Türme hierher.
Sie haben auch ein kleines bisschen den Zugangsweg erhalten. Noch 3 Gold übrig. Machen wir noch ein Haus. Komm, zack. Okay, ab geht's. So, das sind meine Truppen. Sehe ich mal die Monkstände. Ja, die machen immer so einen AOE-Bereich. Cool. Ja, da kommen... Oh Gott, diese Viecher kommen durch. Ja, zum Glück habe ich jetzt einige Türme mehr. Weil die sind eklig. Die machen sehr viel Schaden an Gebäuden. Diese schnellen Teile hier. Ich versuche, die ein bisschen abzudrängen. Wir versuchen auch immer zum Haupthaus durchzudringen meistens, um das zu zerstören. Läuft aber ganz gut soweit. Ach, du liebe Zeit, sind da viele. Okay. Ich hätte meinen Morgenstern gehofft, dass die ein bisschen mehr Damage machen. Au. Machen. Im AOE, jetzt machen die mir wieder Häuser kaputt. Nein! Trotz der Extra-Türme. Also, da ich diese kleinen Viecher noch nicht kenne, ich hätte nicht gedacht, dass die so schlimm sind im Schwarm. Also es kommt auf... Also beim Spiel ist auch sehr viel Gegner kennenlernen mit dabei. Also Gegner lernen und Stärken, Schwächen herausfinden. Und was man am besten gegen die macht zum Kontern. Flugviecher von rechts. Flugviecher von unten. Flugviecher von links. Mach mal einen Turm hier. Ich mach mal nächstes Upgrade vom Haupthaus, oder? Die Schmiede würde mich mal interessieren. Was kann ich in der Schmiede erforschen? Nahkampfangriff, mehr Nahkampfschaden. Breiter. Oh, das hat eine feste Forschungszeit. Okay. Nahkampfschaden oder Fernkampfschaden? 3 Tage Forschungszeit. Okay, das muss man also früh erforschen, dass man. Ich dachte fast, man bezahlt mit Gold für die Forschungen. Man lernt nicht aus. Fernkampfschaden und Nahkampfrüstung hört sich nach einer guten Kombination an, dass unsere Tanks lange aushalten und unsere Fernkämpfer viel Schaden machen. Wir machen erstmal Fernkampfschaden, bitte. So, Bogenschützen könnte man noch aufwerten, alles Mögliche. Ich gehe jetzt mal her und mache ein paar Türme dort, wo die ganzen Fernkämpfer kommen. Da möchte ich nicht mal großartig mehr Truppen platzieren im Idealfall. Wir platzieren jetzt auch mal einen Turm da unten, der soll uns ein kleines bisschen Gegner abhalten, wenn wir schon keine Mauern bauen dürfen hier. Und jetzt habe ich noch über 20 übrig. Ich bin gerade echt überlegen. Ich investiere mal hier ins Haupthaus. Letztes Upgrade. So, mehr Schaden oder HP oder aber Kommandant. Kommandant finde ich ganz praktisch. Einheit bewegen sich schneller, während ich sie befehlige. Und wir haben eine Heilungsaura. Und ein bisschen mehr Schaden im Allgemeinen auch. Das mache ich meistens, weil wenn ich mit im Nahkampfblob damit drinstehe bei den ganzen Truppen, dann bringt das eine ganze Menge. Okay, Miranda. Lass meine Truppen jetzt mal selbst machen. Man kann übrigens in den Einstellungen selbst einstellen, ob die Truppen jeden Morgen sich zurücksetzen oder nicht. Ansonsten bleiben sie dort, wo man befehlt hat. Aber das Zurücksetzen, da sich die Situation eh immer ändert, wie man sie am besten einsetzt, mache ich das mit dem Zurücksetzen eigentlich immer. Ah, mein armer Hafen. Naja, da kann man nicht viel machen. Der ist halt leider nicht sehr verteidigt hier. Okay, sieht gut aus. Den Hafen hat es zwar erwischt, aber beim Rest sieht es gut aus. Auch die Mine ist noch da. Nice. Gut. Jede Menge Gegner von... Ah, jetzt darf ich Welle bauen. Na also, das war wirklich auf der letzten Stufe. Es ist immer von Level zu Level unterschiedlich, was man wann immer bauen darf. Interessanterweise. Okay, die kommen alle von links. Okay. Einmal Bogenschützen hier bitte. Ja, Bogenschützen. Das ist der, die Rheinstadt zu nutzen von dort aus ist ganz gut. Komm, machen wir mal ein Haus, wenn wir schon mal hier sind. Und hier machen wir den Hafen noch höher. Ansonsten würde ich mal gucken, dass ich die Türme aufwerte noch. Und noch... Ja, jetzt, wo ich sehe, dass ich hier Mauern bauen kann, weil der Turm da unten vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber egal. Einmal Wall. Ein verbesserter Wall bitte. Den werten wir auch mal auf, dass er einfach mehr aushält. Ihr kommt mal mit. Und geht's dann da unten ran. Zum Verteidigen. Die Bogenschützen gehen mit. Platzieren sich hier mit.
So. Die anderen ebenfalls. Mitkommen. Sehr gut. Dann die guten alten Morgensternträger, die kommen auch mal gleich mit. Ja, könnte ich den Hafen hier aufhören? Andererseits. Es sind nur zwei Schiffe da bis jetzt. Wird aber trotzdem eine Menge Geld bedeuten. Komm, machen wir mal. Weitere Verteidigung werde ich wohl nicht brauchen, das wird wohl so hinhauen. Es ist immer so bei diesem Spiel die Abwägung, reicht das, was ich an Verteidigung habe? Ja, nein, stecke ich den Rest in Wirtschaft. Weil wenn man es übertreibt mit der Verteidigung, geht man zu schnell wirtschaftlich leer. Aber wenn man zu wenig Verteidigung macht, ja, wisst, was dann passiert, dann auf Wiedersehen. So, wunderbar, dann wird hier schon mal abgeschossen. Da kommen Riesen mit dazu. Und eine Menge Ramböcke. Unsere Truppen halten jetzt ein bisschen die Stellung. Die spawnen dann zum Glück auch nach, sobald sie besiegt sind. Aber die Spawnrate, also wie viele Truppen man hat und die Spawnrate, das wird alles erhöht durchs Level. Und die halten aber echt lange. Ja, ich glaube, das ist meine Heilaura, die das immer macht. Ne? Ich bin hier in der Nähe, die heilen immer wieder ein bisschen gegen. Das ist schon echt. Also ich finde diese Heilaura echt praktisch. Die haben jetzt verdammt lang die Stellung gehalten hier. Durch die Command-Aura, die ich habe. So, jetzt machen die mir den Turm kaputt, aber ist okay. Das ist jetzt die erste Verteidigungslinie. Jetzt gibt es die zweite mit dem Wall. Der wird hoffentlich auch noch ein bisschen halten. Und da kommen wieder Truppen nach. Es kann aber sein, dass ich die Mine wieder verliere. Die Mine ist die dritte Verteidigungslinie, wenn man so will. Und dann wird langsam gefährlicher. Aber das Tor ist halt gut. Gefällt. Das ist halt wieder so ein typisches Spiel. Es ist simpel, aber es macht eine Menge Spaß. Also ich weiß, es hat was ganz Besonderes. Es hat wirklich diese Kingdom-Vibes, bloß wirklich als RTS, wenn man so, also von da oben. Was? Da kommen Leute! Alle mitkommen! Schnell! Wann zur Hölle ist denn das passiert? Aber die haben nichts kaputt gemacht, großartig, oder? Ich wusste, dass da unten Gegner kommen, aber ich hätte nicht gedacht, dass die auch in die Richtung ausscheren. Das ist ja gemein. Aber alles in allem ist das Spiel tatsächlich wirklich mehr ein Knobelspiel, weil du hast, es ist zwar ein RTS jetzt, sobald der Kampf losgeht, aber zwischenzeitlich hast du alle Zeit der Welt zu überlegen und das ist dann quasi wie ein Puzzlespiel im Sinne von, okay, wie lege ich die Puzzleteile zurecht für diese Runde? Das ist auf irgendeine Weise cool, da immer so ein bisschen rumzuknobeln, wie man das am besten macht. Vor allem, und deswegen spiele ich gerade das Schneelevel blind, wenn man es beim ersten Mal spielt, ist es was Besonderes. Wenn man dann daraus lernt, aus den Fehlern und dann so optimiert, ist das schon mal, klar, das ist auch natürlich ein Reiz, aber ich finde, das Coolste in dem Spiel ist einfach, die Sachen spontan herauszufinden, die man machen muss. Oh mein Gott, wir konnten hier unten ein kleines Fort aufbauen, wie cool ist das denn? Ja, warum eigentlich nicht, ne? Das verschafft uns ein bisschen Zeit. Und in der Zwischenzeit können unsere Truppen da ein bisschen... Ja, andererseits... Ja, wisst ihr was? Wir machen mal dieses vor. Das gefällt mir. Es würden vielleicht auch erstmal Level 1-Türme reichen. Aber eine Level 2-Mauer. Und die Kombination dazu... Es kommen sehr viele kleine Truppen und so Flugviecher. Ja, ich würde mal hergehen. Und ein paar Gebäude aufwerten. Die Kaserne einmal aufwerten. Für mehr Truppen. Den Bogenschützenplatz einmal aufwerten. Will ich mir nochmal ein paar Häuser gönnen. Ein bisschen Wirtschaft muss trotzdem sein, auch wenn das gerade ganz gute Ausmaße annimmt. Auch noch ein Haus hin. Jetzt habe ich noch 2 Gold übrig. Ich glaube, das schafft es jetzt eh nicht, automatisch alle Häuser abzugraden. Ich könnte eins der alten Häuser upgraden, einfach nochmal. Na komm. Okay. Bogenschützen, bitte mitkommen. Ihr stellt euch hier in dieses Fort rein. Beziehungsweise bleibt mal kurz hier stehen. Ich hole die andere mit dazu.
So, ihr seid alles Bogenschützen. Ihr kommt alle mal mit. Beeilung! Gut, was heißt Beeilung? Wir haben alle Zeit der Welt, aber trotzdem. Wollen ja irgendwann mal fertig werden, ne? Hier. Versuchen wir mal, dieses Fort da unten zu halten. Weil das ist jetzt wirklich so eine separate Verteidigung, die dann hoffentlich auch von den Gegnern fokussiert wird. Ihr bleibt hier drin und schießt damit raus. Ihr seid alle meine Nahkämpfer, ja? Ihr und ihr. Ihr werdet euch in etwa hier aufstellen. So in diesen Zwischenbereichen etwa. Die werden eh von hier aus dann auf die Gegner. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann die entweder jetzt ganz normal hier hinstellen. Dann werden sie auch einen ziemlich großen Angriffsradius haben und Gegner von dort aus angreifen. Oder man sagt ihnen wirklich Stellung halten, wie ich es mit dem Bogenschützen mache. Von dort aus bleiben die dann auch wirklich da stehen. Wenn da jemand einfach nur an denen vorbeifährt. Und ich wird gerade getanzt, wie um so eine Statue. Geil. Ja, bleibt mal hier. Aber ja, bei Stellung halten, wenn der Gegner einfach dran vorbeifahren, dann gucken die einfach zu. So in etwa, ja. Dann kommt ihr nämlich von dort aus und haben auch ein bisschen Möglichkeit nachzuspawnen. Ja, das gefällt mir. Ab geht's! Da kommen diese Dinger. Die müssten eigentlich zum Haupthaus durchfahren wollen, aber das bringt nicht viel. Dafür habe ich ja extra die extra Layer hier aufgestellt. Ah, da kommen die Flugeinheiten durch. Oh, die fokussieren meinen Hafen. Das ist ja uncool. Oh mein Gott, die kommen mir trotzdem ziemlich gut durchgefahren gerade. Oh mein Gott, sind das viel. Ich habe zum Glück viele Türme hier. Ich greife mich jetzt ein bisschen an, aber ich kann das ein bisschen tanken. Ich habe echt gedacht, da kommen mehr von diesen kleinen Viechern. Ich habe die verwechselt, glaube ich, mit diesen Dingern. Natürlich machen wir jetzt Häuser kaputt. Aber passt, 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 passt. Steht noch. Oh mein Gott, wenn die mir jetzt die Schmiede zerstören, dann werden meine Forschung abgebrochen, oder? Okay, ist jetzt doch anders gelaufen als geplant. Na, hier kommen diese kleinen Viecher raus. Ich dachte jetzt wirklich, da kommen mehr von denen. Okay, jetzt haben wir so ein kleines Problemchen mit solchen Gegnern. Dann machen wir mal eine Mauer hierher. Eine Einser-Mauer sollte es für den Fall wahrscheinlich sogar tun. Da kommen jede Menge Schwertkämpfer raus. Das wird eine Einsamauer auch erstmal tun. Jede Menge Feinde aller Art. Machen wir mal die Bogenschützen hier besser. Die werden sich hier hinstellen und von hier aus schießen. An dieser Stelle mache ich mal einen Level-3-Turm, weil hier kann man auswählen, was man an Türme haben will. Man kann hier einen machen mit Eisenplatten, also so ein richtiger Tanky-Turm. Das sind für welche, die jetzt wirklich an der Front stehen. Dann gibt es einen mit Balliste drauf. Hohe Reichweite und schießt mit niedriger Feuerrate sehr starke Geschosse, die vorrangig Belagerungsgeräte und auf große Feinde schießen. Das wäre hier ganz gut, um den Belager hier den Sturmbock abzuschießen. Und vor kurzem freigeschaltet habe ich brennendes Öl. Also ein Turm, der im Nahkampf auch noch hier kochendes Öl auf Feinde. Also ähnlich wie das, ein nahkampforientierter Turm, wenn man so will. Nur der ist hier für Aushalten und der ist für Schaden. Balliste hier bitte her, weil der kann von hier aus wunderbar auf die Katapulte schießen oder aber auch hier oben unterstützen, je nachdem. Hier ist die Kaserne, ne? Hier werde ich auch mal aufwerten. Ein paar mehr Meat Shields sind da gerade ganz praktisch. Die stellen sich hier immer mit auf. Die Fernkämpfer hier. Nee, die kommen mir einfach vorbei. Das sind diese Gegner da. Das sind diese hier. Ihr stellt euch mal hier mit auf. Und schießt von hier mit auf die Gegner. Ihr geht mit runter. Verteidigt hier vorne. Kommt ein bisschen weiter vor. Einen Turm aufwerten. Ein bisschen Geld ist noch über, aber ich wüsste jetzt gar nicht. Ich guck mal noch ein bisschen durch die Map, was es vielleicht noch so gibt. Man könnte rein theoretisch hier sogar noch einen Turm aufbauen. Es schindet Zeit. Das muss man ihm ja lassen, ne? Wisst ihr was, machen wir mal. Okay. Schauen wir mal, wie es wird. So, da kommen jetzt die ganzen kleinen Viecher. Da drüben halten wir die Stellung, sehr gut. Mal ein kleines bisschen motivieren meine Einheiten da. Im Nahkampf, beziehungsweise ein bisschen die Regeneration geben.
Da schießt die Balliste schon mal, das ist wunderbar. Hier mal in die andere Front. Ah, hier bräuchte man ein bisschen Unterstützung. Also meine Truppen brauchen ein bisschen Motivation. Ah, ne, ah, jetzt hat es mich erwischt. Hey, das ging jetzt echt schnell. Das passiert, wenn man stirbt. Das war nur aus reinen Demonstrationszwecken natürlich. Muss man 10 Sekunden warten und zuschauen. Oh, die flexen da gerade durch unser Fort durch. Aber das ist ganz gut. Das verschafft uns... Aua, echt Zeit. Das verschafft uns gerade sehr gut Zeit, dass unsere Truppen sich hier wieder gut sammeln können. Hier ist soweit abgewehrt. Ah, die kommen jetzt einfach wirklich links lang. Die haben sich da wirklich den gesamten Weg entlang luren lassen quasi. Also die sind jetzt dann wirklich bei meinem Turm, den ich da frisch gebaut habe, entlang und sind dann weiter an meinem Fort vorbei und kommen jetzt von der Seite. Das ist natürlich doof, dass ich jetzt die Balliste nicht habe, die hier schießt. Aber gut genug, dass das hier auf jeden Fall was bringt. Und Wirtschaftsgebäude sind mir nicht zerstört worden. Das ist sehr, sehr gut. Oh, die was für eine Reichweite die Balliste hat. Gut, wir haben auch das Perk drin, dass Türme auch noch mehr Reichweite haben. Das könnte sich ziemlich gut kumulieren hier. So, das Fort hat eine gute Arbeit geleistet. Gut, die Gegner aufgehalten. Wunderbar. Gute Arbeit, weitermachen. Okay, alles zurück bitte. Nice. Fragezeichen. Wieso habe ich so das Gefühl, dass das ist ein Boss... Oh Gott. Ich habe eine kleine Vermutung. Ich habe immer wieder, was das Spiel angeht, was Titel, YouTube-Titel angeht und sonst irgendwas. Zumindest seitdem ich mich mal für das Spiel interessiert habe und da mal was gesehen habe. Also aufmerksam geworden bin ich, glaube ich. Ich glaube, das erste Mal gelesen habe ich, als Maurice Weber da von der GameStar mal was geschrieben hat zu dem Spiel in dem Artikel. Da habe ich gesehen, dass Hendo das auch gespielt hat und dann habe ich mir auch mal ein Video von Splattercat Gaming angeschaut. Also meine Nummer 1 Quelle, was so Indie-Game-Perlen angeht. Und als ich die ganzen Videos da immer so wieder geschaut habe, mich durchgeguckt habe, was es mit dem Spiel auf sich hat, wurden mir auch YouTube-Videos empfohlen. Unter anderem YouTube-Videos von wegen hier Kraken. Wie besiegt man den Kraken schnell und gut und sonst irgendwas. Ich glaube, das könnte, gerade wenn es aus dem Wasser kommt und Fragezeichen und nur ein einziger, könnte ein Bosskampf sein, könnte in der Hinsicht ein Kraken sein. Machen wir mal ein paar Ballisten, würde ich mal sagen. Einmal hier einen. Machen wir den Turm hier noch besser. Den Turm... Da von mir ist noch besser, also auch drüber schießen können. Uncool. Hier habe ich schon die ganzen Bogenschützen, die hier fehlen. Die sind alle schon in Reichweite. Das müsste ich überlegen. Was? Ich meine, ich mache trotzdem weitere Häuser. Ich bin mir gerade unsicher, ob es die letzte Welle ist. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, leider. Ich weiß nicht, ob man sich das irgendwo anzeigen lassen kann, aber ich glaube nicht. Hier machen wir auch mal einen Ballistenturm hin. Von hier aus kann der ganz gut unterstützen in alle Richtungen. 11. Reicht das, um nochmal Bogenschützen zu upgraden? Oh, die Schmiede müsste jetzt eigentlich auch fertig sein, ne? Der Bogenschützen reicht nicht. Ich mache mal einen Schmiede-Upgrade, aber ja, da muss ich wieder forschen. 2 Tage für Nahkampfresistenz. Das klingt eigentlich ganz gut. Wenn es überhaupt noch Wellen danach gibt. Bist du ein Kraken? Oh, die ganzen Schiffe, ja, herzlichen Dank. Okay, du bist irgendeine Art von Seemann. Ah, ja, okay, jetzt kommt mir das Ding bekannt vor von Thumbnails, die ich gesehen habe. Das Ding spuckt immer wieder. Okay, jetzt ist schwer zu sagen, ob das ein Kraken sein soll oder nicht. Sieht mir weniger danach aus. Oh. Oh, das Vieh bewegt. Okay, dann bleib doch hier. Dann bleib doch hier. Ich dachte zuerst, ich ziehe alle rüber, aber ne. Das ist eher so ein Leviathan, eine Art Moloch oder sonst irgendwas, würde ich das bezeichnen. Oh ja, die Balliste hier haut hier und da rein. Okay, es ist leicht gemein. Habe ich da überhaupt Punkte bis jetzt abgezogen? Habe ich da einen Lebensbalken entfernt wirklich von ihm? Viele Viecher da rauskommen. Das ist ja abnormal. Hier hätte nichts in Wirtschaft stecken sollen. Ich glaube, das ist wirklich der letzte Angriff. Aber ich glaube doch, das verliert langsam Lebenspunkte, aber trotzdem etwas böse, muss ich sagen. Na, schauen wir mal, wenn jetzt ein... Lebenspunkt hier ein Balken verloren geht.
Ja, okay. Es verliert aber. Boah, meine Güte, es geht ziemlich langsam runter. Ah, dass es Bosskämpfe gibt, ist schon cool irgendwie. Das ist der erste Bosskampf übrigens. Bei den vorigen Leveln gab es keine. Da gab es zwar sowas wie letzte Wellen, aber nicht direkt Bosskämpfe. Oh Gott, jede Menge kleine Gegner. Ich helfe mal hier mit dabei, meine Truppen zu motivieren. Oh Gott, die kommen sogar bis davor. Oh mein Gott, die kommen mit solchen Viechern. Ah, das wird ein knappes Ding. Das Ding hat noch 3 Lebenspunkte, aber meine Verteidigung hat auch schon mal besser ausgeschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Haupthaus hilft mit. Oh nein, den Bogenschießstand unten hat es zerstört. Da kommen keine mehr nachgespawnt jetzt. Oh mein Gott, das Ding landet direkt hier. Ja, nee, ist natürlich klar, sicherlich. Okay, das ist sowas Typisches, wenn du damit überrascht wirst. Ich kenne das, wie gesagt, ich kenne das Vieh nur von Thumbnails. Ich habe noch nicht die Mechaniken angeschaut oder sonst irgendwas. Ja, das ist sowas Typisches, man lernt dazu fürs nächste Mal. Es kann sein, dass ich das jetzt verkacke. Ich verliere auch meine ganzen Truppen hier. Alter Falter. Ne, da müsste am Ende wirklich alles noch in extra Verteidigung stecken. Ich hätte viel mehr Truppen gebraucht. Viel mehr Truppen, die alle passen auf. Andererseits, ich sollte nicht aufgeben. Ich habe immer noch meine Nahkämpfer hier, die mithelfen. Die Festung schießt immer noch mit und das Vieh hat nur noch 2 Lebensbalken. Das könnte knapp werden. Ich habe auch keine Modifikatoren oder sonst irgendwas erwähnt. Klar kann man später bestimmt noch mehr Perks freischalten. Bestimmt auch mehr gleichzeitig aktiv haben. Das war trotzdem eine übelst knappe Sache. Das ist noch eine Kaserne, die soll auf jeden Fall stehen bleiben. Aufhalten. Noch ein Turm kaputt. Habe ich gewonnen, wenn das Vieh weg ist, oder müssen die Spawns von dem auch noch tot gehen? Oh, die Balliste von unten schießt mit drauf. Nice. Komm, 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 komm. Macht's restlich down. Okay, die Viecher müssen auch noch down. Oh nein, das wird zu knapp. Wahrscheinlich wird das zu knapp. Die ganzen Gegner hier. Es sind noch viel zu viele. Los, Morgensternträger. Ja, ja, ja. Okay, da kamen immer noch ein paar Einheiten raus. Da sind nochmal Morgensternträger, die helfen extrem. Ich glaube, wir schaffen's. Oh mein Gott. Das war intensiv, Fragezeichen. Alter Falter. Ja, okay, das war die letzte Welle. Wäre auch komisch gewesen, wenn nicht. Das heißt, ich hätte das bisschen, was ich in die Häuser gesteckt habe, hätte ich auch stattdessen irgendeine Kaserne aufwerten sollen oder mal Mauern verbessern. Andererseits, Mauern verbessern. Ihr habt gesehen, das Vieh ist auch einfach vor unserer Haustür gelandet. Level 12, Attentäterausbildung. Das Dorf hat einen neuen Upgrade-Pfad für das Schlosszentrum freigeschaltet. Angriffsschaden deutlich erhöht und die Abklingzeit deines Spezialangriffs verringert. Okay. Rat der Architekten. Die Bauposition der nächsten Zentrums-Upgrades sind bereits freigeschaltet. Das bedeutet, dass du schon früh im Spiel mehr Bauoptionen... Ah! Ja, ich verstehe, was das macht. Ihr habt ja gesehen, dass neue Bauslots, einfach neue Baupositionen für Gebäude, es wurden neue freigeschaltet, wenn man das Haupthaus abgegradet hat. Auf diese Weise stehen einem die Sachen schon früher zur Verfügung, alle Bauoptionen in dem Level. Interessant. Oh, ganz knapp vom nächsten Upgrade. Okay, Errungenschaft. Gewinne auf Rostsee. Wunderbar. Das war's doch bestimmt noch nicht, oder? Ah, oder vielleicht war's das schon. Vielleicht schalten wir noch was Neues. Ich meinte nochmal irgendwelche anderen Level gesehen zu haben. Aber auf jeden Fall haben wir noch Kronen, die wir freischalten. Gute Frage, wie man das verbessert. Ich meinte aber, dass es noch mehr Level gibt als das hier. Ich meinte irgendwie auch auf YouTube-Videos empfohlen gesehen zu haben, hier Level XY, und das waren Namen dabei, die ich noch nicht gesehen habe. Also entweder wird es noch erweitert, das Spiel, oder es gibt jetzt schon noch Sachen, die du noch erst freischaltest, wenn du mehr von diesen Kronen gesammelt hast. Wie auch immer man die sammelt, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ja gut, wunderbar. Das war mal so ein Einblick in das Spiel. Thronefall heißt das Ganze. Kann ich sehr empfehlen, das Spiel macht eine Menge Spaß für Leute, die mit diesem Spielprinzip klarkommen, beziehungsweise die das Prinzip von Kingdom mögen und vielleicht ein bisschen als RTS, als Top-Down haben wollen. Auf jeden Fall eine Empfehlung für den Spaß für zwischendurch, auf jeden Fall eine echt coole Sache. Ich bedanke mich soweit fürs Zusehen, schreibt gerne, wenn ihr mehr zum Spiel sehen wollt, vielleicht fahren wir da einfach mal zusammen ein bisschen weiter, was diese ganzen Spezialsachen hier angeht, vielleicht mal in einem Stream oder in weiteren Videos. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zu weiteren Videos aller Art, wo auch immer ihr mit einschalten mögt. Bis dahin, bye bye.